Ausverkaufte Hallen, kreischende Fans und jetzt auch noch Harmonie pur auf der Bühne. 2011 scheint wirklich ihr Jahr zu sein. Britney Spears. So ausgelassen feiert die frisch gebackene 30-Jährige ihr letztes Konzert der Femme Fatale Welttournee in San Juan, Puerto Rico. Und wer sitzt da mit großen Lärmschutzkopfhörern am Bühnenrand? Sind das nicht? Ja, genau. Britneys Söhne Sean Preston, Jaden James und ihre kleine Nichte. Das Tourfinale ist schließlich ein ganz besonderer Abend. Und den will der Megastar im Kreis seiner Lieben feiern. Im Hause Spears bedeutet das eine fette Party mit der gesamten Familie. Tanzend und springend mit dabei Spears aktueller Lover Jason Trawick mit ihrem Jüngsten auf dem Arm, Schwester Jamie Lynn mit ihrer kleinen Tochter, ihre Mutter und Britneys Ältester Sean Preston. Der scheint sich jetzt schon den ein oder anderen Tanzschritt von seiner erfolgreichen Mama abgeguckt zu haben. Als Dankeschön für diesen tollen Abend gibt es dann auch eine kleine Umarmung vom Sohnemann. Und eine strahlende Britney Spears im familiären Glücksrausch.